Oh, Digga. Alter, da platzt gleich die Hose, ey. Ich werd hier noch verrückt, Digga. YouTube ist im ständigen Wandel. Während früher die Plattform noch voll war mit talentlosen Selbstdarstellern und ihrem Clickbait, ist jetzt voll mit... Also, YouTube hat sich verändert, ja? Es macht total Sinn, dass wir YouTuber-Arten 3.0 machen, weil es total viele verschiedene neue Arten gibt und es, viel Spaß bei diesem Video. Flüchtlinge. Momentan freut sich das Internet. Hat der Donald etwa TikTok gebannt? Das klingt nicht wie Lachen, sondern eher wie so ein Furz. Aber vielleicht lachen die ja so hart, dass sie auch dabei furzen. Die lachen auf jeden Fall. Aber es gibt keinen Grund zum Lachen. Die Situation ist ernst. Wir hatten das schon mal. Es gab schon mal so eine Plattform wie TikTok, die voll war mit Menschen, die denken, sie hätten Talent. Doch diese Menschen, die verschwinden nicht einfach. Wenn ihre Plattform verschwindet, suchen die sich eine neue. Und das ist YouTube. Die gehen nicht auf Facebook. Das ist für alte Leute, die nicht tanzen können. Welche alte Leute können überhaupt tanzen? Denk mal nach, was hat es uns gebracht? Jake Paul, Logan Paul, Lily Pons und die ganzen anderen Menschen, deren Namen ich nicht kenne, die aber überhaupt nicht lustig sind und echt hart nerven. Wisst ihr, TikTok ist keine Gefahr. TikTok ist ein Schutz. Es ist wie so ein Sumpf, wo du die ganzen Kinder reinschmeißen kannst, die du nicht magst. Damit die da drin versinken, anstatt irgendwelche Cringe-Dances auf deinem Tisch zu machen. Das ist eine alte deutsche Weisheit. Wir brauchen einen Sumpf, wo wir unsere Kinder reinschmeißen können, weil sonst tanzen die. Pseudomusiker. Nichts gegen YouTuber-Songs an sich. Wir sind nicht diejenigen, die sich hinstellen und sagen... Geiler Sound. Digga, du bist Let's Player, Mann. Du darfst dich nicht weiterentwickeln. Du kannst doch nicht jetzt einfach einen Song machen mit einer lustigen Idee, die du hattest, ey. Du machst gefälligst 100 Jahre lang weiter, was du machst. Und dann machst du 100 Jahre nochmal das Gleiche, nur ein bisschen anders. Den Rest können wir wegschneiden. Wenn du eine Idee hast und Bock darauf hast, dann mach, was du willst. Manchmal ist es aber offensichtlich, dass die Idee nicht vom Künstler stammt. Ich, dein Manager, hab da eine Idee. Hör einfach mit dem kompletten Zeug auf, was du gerade machst und Erfolg hast, auf. Weißt du, dieses YouTube-Gerümpel, mit dem ich nichts verdiene. Und mach einfach was, was von uns komplett durchgemanagt und produziert wird und wo wir garantiert immer bei allem, was du tust, mitverdienen. Immer! Du siehst innerhalb von 2 Sekunden bei einem Musikvideo, ob die Idee vom Künstler kam und mit Leidenschaft gemacht wurde oder vom Management initiiert und einfach nur zum Geldgrabben da ist. Aber wenn du es wirklich ernst meinst, ja, dann solltest du auf jeden Fall auch alle deine YouTube-Videos... Dann solltest du auch auf jeden Fall alle deine YouTube-Videos löschen, weil sonst glaubt dir ja keiner, dass du die letzten 10 Jahre schon immer tief in dir drin den Wunsch hattest, Musik zu machen. Das ist der Beweis dafür. Schaut euch doch einfach mal so Typen an wie diesen Rezo, der alles gleichzeitig macht. Musik, Entertainment, Informatik und nebenbei noch die CDU zerstören. War eins von diesen Sachen irgendwie erfolgreich? Hat eins davon mediale Aufmerksamkeit generiert? Ha? Nee, weil er nicht alle seine YouTube-Videos gelöscht hat und sich nicht von seinem Management hat knechten lassen. Aber würde er das endlich mal tun, würde die Bild vielleicht auch mal positiv über ihn berichten. Weezos YouTuber. Mann, der Joke wird nie alt, ne? Ich bin schon gespannt auf die ganzen Kommentare unter diesem Video von wegen, ha, Weezos YouTuber machen wieder hier das und dies da. Jedes Mal freue ich mich auf die Seite. Hör mal, das in der Hand. Aber wie kommt ihr überhaupt darauf? Ich meine, glaubt ihr etwa, dass zum Beispiel sowas Renommiertes wie der Journalistenverband eine Pressemitteilung zu einem Video von uns raushauen würde, weil Weezo da irgendetwas gesagt hat, was ihnen nicht passt und sie in der gesamten Pressemitteilung in keiner einzigen Zeile erwähnen, dass das Video von uns ist? Das wäre doch für einen Journalistenverband sehr unprofessionell, weil ich habe Journalisten, die haben, glaube ich, irgendwas mit Quellen und so zu tun, also ich, ja. Ja, nee, das könnte ich mir nicht vorstellen. Aber es ist wirklich absurd. Altmedien lieben es, Weezo in den Titel zu packen, Alter. Das ist irgendwas mit Internet, da kommt Weezo her, da lässt Weezo einen Titel packen, wird mehr geklickt. Von wegen, das ist der Weezo der Musik, das ist der Weezo von Funk, das ist der Weezo von TikTok. Aber was ich mich wirklich dabei frage ist, was wohl Weezo dazu sagt? Reaction-Streamer. Tatsächlich sind Reaction-YouTuber nicht neu. Somit die ersten viralen Videos auf YouTube waren Reaction-Videos. Nur hat man damals nicht wirklich gesehen, worauf man reacted hat. Die Inhalte, die man sich da angeguckt hat, waren halt nicht so geeignet für YouTube. Aber die Reactions waren unterhaltsam genug. Dann gab es diese unpersönliche Fine-Brothers-Phase, alles so ganz ekelhaft durchproduziert war und Reaktionen von vielen Leuten zusammengeschnitten. Danach gab es die Phase, in der man quasi das Video einfach nur nochmal neu hochgeladen hat und man sitzt einfach
in der Ecke daneben und frisst Popcorn, um so vielleicht noch 1-2 Euro abzugreifen. Und mittlerweile ist es so, irgendwas passiert in der Szene und du schaltest bei deinem Lieblings-Reaction-Streamer ein und lässt dir von ihm erklären, was deine Meinung darüber ist. Gut, tatsächlich sind so eine Leute ein bisschen praktisch, wenn man einfach ein Thema zusammengefasst haben möchte, weil wer hat schon die Zeit, mehrere Stunden Diskussionen auseinanderzunehmen, Daten miteinander zu vergleichen, um dann ein Fazit zu haben über ein Thema, was eigentlich völlig belanglos ist. Und die wahren Helden sind hier eigentlich gar nicht die Streamer an sich, sondern ihre Cutter, die diese ganzen Stunden Müll zusammenschneiden in etwas Anschaubares. Respekt, Bros. Ihr verdient bestimmt viel zu wenig Geld, weil YouTuber geizige Arschlöcher sind. Was? Hä? Das habe ich jetzt ausgedacht. Stimmt es nicht? Wir sind geizig und Arschlöcher. Ich habe ein Arschloch, aber das besitzt mich nicht. Stimmt. Man soll ja auch nicht immer von sich selbst auf andere schließen. Seminar-Anbietungsmenschen. Ja, viele YouTube-Kanäle existieren nur, um Werbung zu machen für etwas anderes, was sie auf einer anderen Seite anbieten. Was Sinn macht. Ich meine, jede Spielefirma sollte Trailer und Gaming-Updates auch auf YouTube verbreiten, weil du erreichst Leute, das macht Sinn. Nur viele Seminare, die auf YouTube angeboten werden, machen gottverdammt keinen Sinn. Und sind vielleicht sogar ein bisschen... creepy. Ne? Don John? Aber es gibt auch viele positive Beispiele. Egal, ob es jetzt Gitarrenlehrer, Informatiklehrer oder Lehrer sind. Machen dann Tutorial, erklären dir ein paar Dinge und wenn du mehr wissen willst, dann... bezahl. Wenn du verstehst, was ich meine. Oh, ich verstehe. Geld verstehe ich. Das legt man hin und dann kriegt man Güter und Dienstleistungen. Das ist relativ simpel. Ah ja, okay. Das ist super easy. Nicht das, was ihr gedacht habt. Ich meine, wenn du etwas gut kannst und den Menschen zeigen willst, dass du es gut kannst, dann ist doch die beste Idee, dass du ein Video kostenlos auf der größten Plattform der Welt machst, die auch aktiv Leute hin und her schickt, dass die Leute es eventuell auch wirklich zufällig entdecken, um zu zeigen, dass du es gut kannst. Nicht wie Facebook, wo du etwas hochlädst und nach 3 Tagen ist es... weg. Für immer. Es sei denn, niemand will was Schlechtes über dich auskramt, dann ist es wieder da. Das ist Twitter. Sponsert bei NordVPN. Gesponsert von NordVPN. Kennt ihr das, wenn ein Video einfach so für 60 Sekunden unterbrochen wird, damit dein Lieblings-YouTuber, den du über alles respektierst, auf einmal Werbung für NordVPN macht? Dann seid ihr nicht böse. Es ist fast wie ein Ritual, denn wenn du eine NordVPN-Anfrage bekommen hast, dann weißt du, jetzt bin ich ein richtiger YouTuber. Deshalb ist NordVPN auch überall. So wie auch du fast überall sein kannst mit ihren mehr als 5100 superschnellen Servern in 59 Ländern. Oh, amerikanisches Netflix. Let me in. Let me in. Boom, NordVPN und ich bin drin. Deine IP wird über ihr Netzwerk einfach voll krass verschleiert. Und dabei speichern die nicht mal Nutzerdaten von dir. Da haben sie eine strikte Policy gegen. Das heißt, es ist super privat. So wie der Inkognito-Modus, nur dass es wirklich funktioniert. Seht das mal so. Es gibt eine Menge werbeunfreundliche Kanäle da draußen. Die machen zwar extrem geilen Content, aber die kriegen nichts von dem ganzen YouTube-Money ab, weil mit laserschießenden Babys Menschen in zwei Teilen nicht für alle Werbetreibenden geeignet ist. YouTube, der versucht doch einfach nur family-friendly zu sein. Da ist doch buchstäblich ein Baby drin. Aber Gott sei Dank gibt es ja NordVPN, die solche armen YouTuber unterstützt. By the way, ist es gerade im Angebot, ja, das ganze 68% Mr. Meme hier reduziert. Ihr kriegt das also für gerade mal 3,30 € im Monat. Und wenn ihr jetzt auf nordvpn.com/spacefrogs geht und da den Promocode spacefrogs eingibt, kriegt ihr sogar einen gratis Monat geschenkt. Gratis Geschenk, verstehst du? NordVPN fördert so also quasi freie Kunst. Also solltet ihr auch auf den ersten Link in der Videobeschreibung klicken, um sie zu unterstützen. Würde so ein geldgieriges Arschloch von Influencer jetzt sagen. Aber dass du es auf 6 Geräten gleichzeitig benutzen kannst und das auf fast jedem Betriebssystem, ist schon kein schlechter Deal. Verzweifelte Altmedien. Mann, früher waren wir noch so, boy. Könnten uns die Altmedien bitte ein bisschen ernster nehmen? Okay, es ist jetzt nicht wirklich so, als würden sie uns ernst nehmen. Aber sie sind plötzlich alle hier. Es ist wie mit diesen TikTokern. Diese schlechten Formate. Sie verschwinden nicht, sie wandern einfach nur rüber. Und jetzt haben wir diese ganzen Trash-Telenovela- und Frauentausch-Sachen alle hier auf YouTube. Und YouTuber faken das, machen aber im Endeffekt genau das Gleiche, nur ein Fake. Und es ist alles so, es ist alles Trash. Aber es gibt auch andere Formate, wo es wieder witzig ist, dass sie damit versuchen, auf YouTube zu landen. Sie produzieren dann etwas genauso beschissen und teuer wie im Fernsehen. Und es ist so offen, sichtlich, dass sie damit sowas voll auf die Fresse fliegen. Und ich stehe einfach daneben und denk mir, ha! Ha! Und dann gibt's sowas wie Funk, die ja teilweise gute Sachen machen, aber dann irgendwie 35 verschiedene Reportagenkanäle haben, die alle irgendwie das Gleiche machen, nur leicht anders und alle nicht so wirklich gut sind. Könnte die Expertise von den jeweils Besten irgendwie nehmen und dann zusammenhauen auf einen Kanal und das könnte vielleicht man werden. Könnte einfach das gesamte Geld MyLab geben.
Aber versteht uns nicht falsch. Wir wollen eigentlich gar nicht wirklich, dass sie aufhören. Im Endeffekt, je schlechteren Content sie machen, desto mehr Grundlage für guten Content haben wir. Weil nichts ist lustiger, als auf Altmedien zu zeigen und zu erklären, warum das scheiße ist. Ihr macht es uns manchmal nur ein bisschen leicht. Meme Lords. Memes sind wie Shrek. Pure Lebensfreude, pure Liebe, purer Sex. Und so haben sie das ganze Internet erobert. Auch YouTube ist voll mit Memes. Seien es wir, die über Memes reden, die ihr über uns gemacht habt, oder ganze Meme-Kanäle, wo einfach nur eine Computerstimme die neuesten Memes aus Reddit vorliest. The main character who learned the power of love and friendship. The villain who's trained for over 500 years. Wow. Die Zukunft gehört den Meme-Lords. Die Leute, die so ein krasses Datenarchiv im Kopf haben und immer genau für die richtige Situation das richtige Meme wissen. Wir dachten immer, Twitch-Streams hätten die Let's Plays getötet. Aber nein, es sind die Gaming-Meme-Compilations. Normales Let's Play? Dasselbe Let's Play zusammengeschnitten mit Memes? Nicht sexuell, sexuell. Das Problem mit der Menschheit ist, ja, das ist ein Menschheitsproblem. Alles ist für irgendwen in irgendeiner Weise sexuell. Auch wenn es nicht im geringsten dafür beabsichtigt war. Du postest etwas, was für dich völlig harmlos ist, guckst dann die Kommentare und denkst dir so, was zum Fick geht hier ab? Zugegeben, das betrifft ein anderes Geschlecht ein bisschen mehr. Und an die ein Tipp: Postet niemals Bilder von euren Füßen. Oder wo die Füße einfach nur drauf sind. Die müssen abgeschnitten werden. Ja, schneidet am besten eure Füße ab und baut euch irgendwelche Hufe. Irgendwer findet das auch. Und dann kommt sowas wie ASMR. Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung, es ist. Nein. Ich find's, wow. Aber ich weiß, dass manche drauf stehen und ich weiß, dass manche drauf stehen. Aber ich weiß, dass die drauf stehen, es nervt, dass sie in denselben Topf geschmissen werden mit den Leuten, die drauf stehen. Aber es gibt halt viele Kanäle, wo man sich fragt, machen sie das jetzt mit Absicht? Ist ihnen bewusst, was sie damit anlocken? Oder haben sie damit kein Problem? Oder lesen einfach keine Kommentare und wissen es wirklich nicht? Spätestens, wenn der OnlyFans-Account kommt, dann wissen wir, dass sie wissen, was sie da machen. Das ist einfach so ein Bereich, wenn ich darüber nachdenke, wird mir klar, die Menschheit weint. Fehler. Wieso? ASMR ist doch klasse. Die Leute dachten jetzt bestimmt, ich mache nur ein Geräusch, um Masterdebattieren vorzugaukeln, aber dabei masterdebattiere ich wirklich. Ich habe Kartoffeln im Kühlschrank. Im Kühlschrank? Nee. Im Ofen, oder? Genau, das andere. Hol sie dir schnell. Köche. Leute lieben Essen. Und das könnte vielleicht daran liegen, dass Essen lebenswichtig ist. Aber das ist nur eine Theorie. Ich dachte, du sagst jetzt, weil manche Lebensmittel Penisform haben. Wusstest du, dass wenn man Pfirsiche in der Mitte aufschneidet, ich mach die Kamera aus, und sie anguckt, oder Feigen? Kochspezialisierte Kanäle gab es schon immer. How to Basic zum Beispiel. Sehr viel gekocht. Immer. Aber was relativ neu ist, dass YouTuber, die seit Jahren gamen oder newsen, plötzlich auf die Idee kommen, ich hab Bock zu kochen. Das ist wie mit diesen Pseudomusikern. Ich liebe Kochen schon seit immer. Ich habe schon immer Nahrungsmittel verarbeitet, um sie im Anschluss zu mir zu nehmen. Ja klar, natürlich. Es würden einfach so Leute sich privates Kochen beibringen. Einfach so. Oder Leute, die jetzt auf einmal voll den Veganer raushängen lassen und dir dann in ihren Videos erklären, wie man richtig Mandeln melkt, um halt Mandelmilch zu bekommen. Sowas gibt's übrigens bald auch auf meinem neuen Kochkanal. Habe ich schon erwähnt, dass ich Veganer bin? Du hast doch schon einen Vegan-Kanal. Philipp Steuer. Ich habe deine Armsleeve-Dinger gefunden. Ja. Oh nein. Die Tattoos sind nur aufgemalt, rübergebunden, gestrickt. Und wie mache ich das mit meinen Tunneln? CGI. Ah, nun ja, das waren noch mehr Arten von YouTubern. Jetzt haben wir 30. Voll krass. Wir danken NordVPN für die Unterstützung. Nicht vergessen, in der Videobeschreibung gibt es einen Link. Und, es kommt ein sehr tolles Video bald. Ja, und es kommt bestimmt auch irgendwann nochmal 10 mehr YouTube-Arten, weil es gibt immer mehr YouTuber. Aber das Video, was ich gerade meine, kommt vor diesem Video. Gott verdammt. Tschüss.